Hallo liebe Freunde auf MyQTube. Hier ist wieder Helmut aus dem schönsten Dorf an der Isar im Landkreis Gifhorn. Ernie und Bert aus der Sesamstraße kennen wohl die meisten von euch. Aber Andy und Annie, was es damit auf sich hat, das wollen Gerald und ich euch jetzt mal versuchen zu erklären. Über ein Dutzend von Anträgen und Dokumentationspflichten, die wir in der Landwirtschaft haben, fallen uns so spontan ein. Eins davon ist schon mal Andy. Was hat es damit auf sich? Andy ist das Agrarförderung Niedersachsen Digital, kurz Andy. Da muss Helmut seine ganzen Flächen drin melden, die er da gefördert haben möchte. Das ist dieses Programm. Das ist also der große Agrarantrag, den praktisch jeder Betrieb stellt, um die Förderung zu bekommen. Ja, okay. Da drin enthalten sind zum Beispiel auch unsere Viehbestände. Und daraus ergibt sich schon gleich das nächste, was wir zu erfüllen haben, nämlich das Meldeprogramm Wirtschaftsdünger. Was ist das? Das Meldeprogramm Wirtschaftsdünger ist das Programm, wo du all deine Nährstoffe aufgeben musst, die du aus deinem Betrieb exportierst und importierst. Deine ganzen Nährstoffe als die Gülle, die da sozusagen die organischen Nährstoffe haben. Aha. Ich, meine ganze Gülle geht zum Beispiel in die Biogasanlage, ich kriege Gäres zurück und das wird über dieses Meldeprogramm dann auch zeitnah gemeldet. Ja. Ja, genau. Das ist das. Das wird da exakt erfasst. Früher war es ja so, im Märzen der Bauer die Rösser einanspannt. Heute, bevor die ersten Maßnahmen, die ja hoffentlich bald stattfinden, nämlich die ersten Dünger, die Frühjahrsdüngung durchgeführt werden, muss erstmal eine Düngebedarfsermittlung durchgeführt werden. Das ist ja auch Pflicht. Wie geht das? Eine Düngebedarfsermittlung erfolgt für den Betrieb flächenspezifisch genau. Da hat jede Kultur hat einen genauen Bedarf, einen Düngebedarf und der wird berechnet für das Jahr. Dann werden noch so andere Sachen wie die Nachlieferung des Bodens damit reingetrachtet und reingezogen. Und das ist das, was du am Ende dann düngen darfst. Auf dieser einzelnen Fläche zu dieser Kultur in diesem Jahr. Ja, und dann werden ja etliche Dinge auch abgezogen. Die werden jetzt noch Endminproben werden gezogen. Genau. Und so weiter. Das fließt da alles noch mit ein und dann kommt unten drunter ein Saldo raus und diesen Saldo darfst du für diese Kultur. Stichwort rote Gebiete, da wird dann nochmal extra abgezogen von diesem Bedarf der Pflanzen, wird dann wie viel abgezogen? 22% des Düngebedarfs wird da nochmal abgezogen. Wird also eine Unterdüngung dann stattfinden. Okay, danach ist dann noch eine Ackerschlagkartei zu führen. Eine Ackerschlagkartei dient dazu, dass du alle Sachen, die du auf dieser Fläche getätigt hast, sei es Düngung, sei es Pflegemaßnahmen auf dieser Fläche, werden in dieser oder für diese Fläche genau dokumentiert mit dem Datum und im Idealfall stimmt diese Düngungsmaßnahme mit der Bedarfsermittlung überein. Ja. Ja. Und natürlich nicht zu vernachlässigen Pflanzenschutzmaßnahmen müssen mit Indikation und genauen Abständen und Vorgaben detailliert auch hier mit aufgeführt werden. Okay. Jetzt haben wir das Annie-Programm, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Was bedeutet das, Annie? Das ist das elektronische Nährstoffmeldung Niedersachsen, ist das Annie. Und da werden genau diese Sachen, die Düngebedarfsermittlung, wird da dokumentiert und hochgeladen und die Ackerschlagkartei, also alles das, was du an Düngung auf den Flächen gemacht hast, wird in dem Annie-Portal nochmal gemeldet. Mhm. Also genau die Dokumentation, die da du vorher schon gemacht hast, muss in dem Annie erfolgen. Ist das irgendwo doppelt gemoppelt? Ja. Ja, okay. Jetzt kommt als nächstes die Stoffstrombilanz. Das ist ja auch so ein Buch mit sieben Siegeln. Stoffstrombilanz müssen wir auch erstellen. Was bedeutet das? Eine Stoffstrombilanz beinhaltet alle Nährstoffe, die du in deinen Betrieb hineinführst und wieder rausführst. Sei es Futtermittel, die reinkommen in deinen Betrieb oder Milch, die du jetzt irgendwie an die Molkerei oder an die Bäckerei Meier abgibst, wird da sozusagen geguckt, was. Alle Betriebsmittel, die also Stickstoff und Phosphor in erster Linie genau, beinhalten, die werden da bilanziert. Rein und rausgehen werden bilanziert und dann idealerweise
hat man da ein ausgeglichenes Ergebnis. Ja. Das sind nur mal ein paar Beispiele von Sachen, die wir dokumentieren. Dazu kommen für uns viehhaltende Betriebe Bestandsbuch. Alle Tiere müssen genau gemeldet werden und alle Bewegungen müssen gemeldet werden. Bestandsregister, also Medikamenten und Tierarzteinsätze müssen dokumentiert werden. Kuh im Milch, was die meisten Molkereien verpflichtend auch von uns möchten. Ein Qualitätsmanagementprogramm für die Milch praktisch. Und ja, was fällt mir noch ein dazu? Das meiste haben wir jetzt gesagt vielleicht. Nun hat die Politik ja ins Auge gefasst, Bürokratieabbau, es soll alles einfacher werden. Und mir fällt so schnell nichts ein, was von diesen Maßnahmen vielleicht zurückgenommen werden könnte. Weiß ich nicht, wie es dir geht. Ich habe auch keine genaue Vorstellung dahingehend und ich werde mich auch überraschen lassen, was da passieren wird. Genau, da sind wir mal gespannt, was unseren Politikern einfällt. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja mal einen Vorschlag zu machen. Und damit gehen wir für heute erstmal zum Feierabend entgegen und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Und zur Stoffstrombilanz, was ja sehr umfangreich ist, werden wir uns noch ein andermal wieder zu Wort melden. Tschüss. Tschüss.